Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Willkommen, heute geht es um das Thema ein neues Spiel in verschiedenen Schulen. Das nennt sich das Corona-Krankenhaus. Ich finde es makaber und widerlich, aber gut. Das Spiel folgt. Das Spiel funktioniert einfach ganz einfach so. Es wird in die Mitte eine große Matratze gelegt. Es werden je nach Größe der Gruppe ein oder zwei Fänger ausgewählt. Alle anderen sind verteilt in der Halle. Die Fänger sind das Coronavirus und die in der Halle stehen, sind die gesunden Menschen. Wenn der Pfiff kommt, dann jagen quasi die Fänger die gesunden Menschen und jeder, der angefasst wird, ist dann quasi infiziert und muss sich dann auf den Boden setzen. Und es müssen dann immer jeweils vier Menschen oder vier Kinder, vier Jugendliche, je nachdem welche Altersgruppe, dieses eine infizierte Kind, also das Corona-Kind dann, was angefasst worden ist oder was getroffen worden ist, dann zu der Matratze oder auf die Matratze gelegt werden. Das ist das Krankenhaus. Wenn es das Krankenhaus berührt hat, also die Matratze, ist es gesund, kann weiterspielen. In dieser Zeit darf man nicht abgeworfen oder abgetatscht oder abgeklatscht werden. Was soll ich jetzt dazu sagen? Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gekonnt schlecht geworden, dass das in Schulen gespielt wird. Ganz einfach, weil es um ein Virus geht, das eigentlich gefährlich ist für bestimmte Altersgruppen, für bestimmte Altersklassen vor allen Dingen. Und man sollte mit diesem Virus kein Spiel machen, was andere quasi amüsiert. Man muss dieses Virus genauso wie alle anderen Viren, es gibt ja nicht nur Corona, es gibt wirklich Millionen von Viren, die noch gefährlicher sind als Corona. Trotz alledem muss man es ernst nehmen. Ja, und man sollte damit einmal nicht spielen. Vor allen Dingen nicht Kinder und Jugendliche das als Spiel und als lustig quasi beibringen, innerhalb der Schulen im Sportunterricht. Ich muss sagen, das hat mit Sportunterricht nichts zu suchen, ist meine Meinung. Man kann es auch anders benennen, aber nicht das Corona-Spiel. Mit Krankenhaus, Coronavirus und Infizierte mit Abklatschen und so weiter. Das finde ich wirklich für ein Schulsystem makaber, ekelhaft und widerlich. Ich weiß nicht, warum das manche Sportlehrer und Sportlehrerinnen machen. Das ist mir fraglich. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht hinterfragen, weil, ja klar, die Kinder haben ihren Spaß, aber die kennen noch nicht die Bedeutung dahinter, dass daran auch Menschen sterben können. Das ist das Traurige, dass Kinder quasi was beigebracht wird, was Spaß macht, aber es im Endeffekt Menschen quasi umbringen kann. Ja, diese Maßnahmen von Corona finde ich auch nicht gut. Das ist für mich, wie soll ich sagen, Diskriminierung und Ausgrenzung für bestimmte Personengruppen und so weiter. Genauso wie mit den Impfen und so weiter. Aber es ist ein Virus und damit sollte man nicht spaßen, damit sollte man auch kein Spiel machen. Das ist meine Aussage. Ich finde es nicht gut. Was denkt ihr denn darüber zu dem Corona-Spiel? Findet ihr das toll, dass man dass man etwas Schlechtes, so ein Spiel für Kinder macht? Oder findet ihr es sogar gut, dass Kinder denken, dass so ein Virus ja ganz praktisch ist? Das ist jetzt euer Spektrum, was ihr so vielleicht in die Kommentare schreiben könnt, was ihr denkt. Dann verabschiede ich mich und sage nochmal viel Tschüss, viel Spaß. Bye bye.